Hey ihr Lieben, Film läuft, ich auch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, diesmal geht's um meine neuen Schuhe, um die Joe Nimbles, die ich mir gekauft habe, um der Sache mit meinem Fuß ein bisschen entgegenzuwirken. Ich habe große Hoffnung. Nicht wundern, warum hier oben Dauerwerbesendung oder so steht. Ich bekomme dafür kein Geld. Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn sich bei mir jemand meldet und mir was geben will. Nee, das sind einfach nur meine persönlichen ersten Eindrücke und meine Erfahrungen mit den Schuhen, die ich heute mit euch teilen will. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran und kommt mit. Bevor wir aber das Paket öffnen, will ich euch mal zeigen, wie der Bestellvorgang vonstatten geht. Das ist auch schon ein kleines Abenteuer. Schaut mal, das zeigt euch drin der Stubenhocker. Den Stubenhocker lassen wir jetzt hier mal so stehen. Das Problem ist ja immer, wenn man online Schuhe bestellt, dass man gar nicht so genau weiß, wie die aussehen, beziehungsweise nicht weiß, ob man die richtige Größe erwischt. Und da haben sich die Leute hier richtig Gedanken gemacht. Und zwar kann ich hier übers Handy den Schuh in 3D irgendwo hin projizieren und mir rundherum ganz genau angucken. Seht ihr das? Das ist doch eine coole Spielerei. Online die richtige Schuhgröße zu finden, das ist ja immer so eine Sache. Aber das klappt hier ganz gut. Ja, das ist richtig gut beschrieben. Es gibt die Möglichkeit, ein Blatt Papier zu nehmen, das an die Wand zu legen, sich barfuß darauf zu stellen und einen Strich an der großen Zehe zu machen und dann mit einem Zollstock die Länge zu messen. Die kann man dann hier online eingeben oder ihr kennt eure eigentliche Schuhgröße und wählt die aus und daraufhin könnt ihr euch so eine Schablone hier ausdrucken. Das kann man dann als PDF runterladen und ausdrucken. Und da ist hier hinten eine Linie angezeichnet, die faltet ihr um und stellt euch dann barfuß da drauf und müsst im Prinzip sehen, dass die Zehen genau hier vorn abschließen. Und wenn das nicht passt, müsst ihr einfach nochmal das gleiche mit einer anderen Schuhgröße probieren, bis es passt und das ist dann eure Größe, die ihr bestellen müsst. So, da wollen wir das Geheimnis mal lüften. Ja, oben drauf liegt erstmal die Rechnung. Gleich vorab, die sind nicht ganz billig. Die haben 184 Euro gekostet. Ja, ich habe mich für die Trail-Variante entschieden. Das sind die Nimble Toes Trail Addict. Ja, mal gucken. Ich bin ja viel im Gelände unterwegs und da war das für mich eigentlich genau das Richtige. Mit einer ordentlichen Sohle unten drunter. Und jetzt kommt auch der Winter. Da ist ein bisschen besser, wenn die wasserdicht sind und so weiter. Ja, schaut mal hier rein. Hier ist ganz viel mit dabei. Jede Menge Beschreibungen. Es geht immer wieder um die Freiheit der Füße und der Zehen, was ja bei mir auch das Wichtigste mit ist. Es soll also nicht so aussehen. Ja, da ist so ein kleines Heft mit drin. Schuhe sollten der natürlichen Form des Fußes folgen und Zehenfreiheit bieten, um so den Körper als Gesamtes zu schützen und zu stärken. Das ist ein Zitat von dem Christian Bär, der damals das Unternehmen Bär-Schuhe auch gegründet hat. Von denen das hergestellt wird. Ja, noch ein Heft dazu. Hier gibt es viel Lektüre und viel zu lesen. Und noch was. Und hier ist so ein kleines Gummiband dran. Ja, wofür ist denn das gut? Das zeige ich euch mal jetzt ganz kurz. Ja, das wirkt quasi diesem Hallux entgegen, was bei mir wahrscheinlich auch das Problem ist, wo meine Schmerzen herkamen. Weshalb ich überhaupt auf die Idee kam, die Schuhe mir zu kaufen. Ja, die sind nochmal einzeln hier in so einer Tüte verpackt und ich sehe gerade noch eine Überraschung drin. 10 Socken, hier sind nochmal 10 Socken mit dabei, einwandfrei. Ja, dann gucken wir uns mal einen Schuh mal an. Ich packe ihn mal aus. So sieht er aus. Ja, eigentlich ganz schneidig, was ich toll finde. Also in der Draufsicht ist es schon erkennbar, dass er recht breit ist. Darum geht es ja auch. Und trotzdem ist das Design so, dass es nicht ganz so aussieht wie so ein Entenschnabel vorne, sondern eben wie so ein ganz normaler Trailschuh auch. Guckt euch mal das Profil an.
Die Sohlen sind von Michelin. Das war irgendwie so eine Zusammenarbeit zwischen der Firma Bärschuhe und Michelin. Die haben sich da für die entschieden. Ja, die Schnürung ist auch nicht normal mit dem Schnürsenkel, sondern so wie ich es eigentlich von meinen anderen Trailschuhen gewöhnt bin, mit diesem Zip-Ding hier oben dran. Ja, eigentlich ganz cool. Was man jetzt nicht sieht, die Schuhe, die haben hier drin eine Sohle, die, oder so eine Einlage, die im Prinzip so geriffelt ist für quer. Und das verhindert, dass die Schuhe sich für quer biegen lassen. Die lassen sich also nur in der einen Richtung biegen. Überhaupt finde ich, die sind recht steif und starr, haben ja keinerlei Sprengung. Ich bin echt gespannt, wie es sich draußen anfühlt. Naja, liebe Leute, lange Rede, kurzer Sinn, auf geht's. Ich ziehe sie mal an und dann mache ich mal meine erste Testrunde. Zeitsprung. Ja, es ist schon der nächste Morgen und ich bin endlich unterwegs mit den neuen Schuhen. Ja, 2 Kilometer habe ich jetzt weg und es fühlt sich richtig gut an. Es ist extrem ungewohnt, aber es ist ein gutes Gefühl. Ja, es ist so, als wenn jetzt die große Zehe viel mehr machen muss. Ich merke, dass die angestrengt ist und sich so bewegt. Ich hoffe, das ist gut. Ja. Naja, da geht's mal weiter. Seht ihr das? Meine Laufstrecke, die wird neu gemacht. Meine Hausrunde wird neu geteert. Ja, und das ist das Stichwort. Nach 5 Kilometern habe ich auch ein ganzes Stückchen schon auf Asphalt weg und da ist das was ganz Neues. Also hier muss man Vorfuß oder Mittelfuß laufen, sonst staucht es nämlich ganz schön in den Knien. Ja, aber trotzdem alles in allem bis jetzt echt gutes Gefühl. Aber es werden ganz neue Muskelgruppen angesprochen. Der Oberschenkel, die habe ich sonst gar nicht so sehr gemerkt. Es ist was ganz anderes. Mein Fazit nach 10 Kilometern und einigen Pfützenspielereien. Ich bin begeistert, ja. Also die sind auf jeden Fall auch erstmal wasserdicht. Die Pfützen haben denen nichts ausgemacht. Also in Zukunft mal durchs nasse Gras, vielleicht sogar durch ein bisschen Schnee. Und flache Pfützen, das ist überhaupt kein Problem. Da kommt man trockenen Fußes durch. Ja, ansonsten muss ich sagen, es ist eine echte Umgewöhnung. Die sind so richtig hart. Und ich merke das jetzt gerade in den Oberschenkeln. Und neige jetzt dadurch mehr darauf zu achten, mit dem Vorfuß aufzusetzen oder mit dem Mittelfuß. Und das ist ja ein Schritt zurück zur natürlichen Bewegungsform. Also eigentlich auch gut. Ja, so genau kann man es allerdings jetzt noch nicht sagen, denn für den eigentlichen Zweck habe ich sie ja noch gar nicht verwendet. Und deswegen mache ich morgen einen Tag Pause und wir sehen uns übermorgen auf den Trails. Schon wieder Zeitsprung. Ich bin an der höchsten Stelle meiner Trailrunde angekommen. Ja, ich habe quasi 5 Kilometer Erwärmung schon weg und weiß schon ein bisschen, wie es sich hier anfühlt. Und muss sagen, es ist ganz gut. Ja, das letzte Mal habe ich vergessen zu erwähnen, da ist mir 2-mal aus der Schnürsenkeltasche der Zip-Schnürsenkel rausgerutscht. Aber ich glaube, da hatte ich was falsch gemacht. Ich habe den so eingewickelt. Man muss den offenbar einfach nur reinstopfen und da hält er jedenfalls. Jetzt ist es noch nicht wieder passiert. Ja, ich teste mal die Schuhe noch weiter auf Herz und Nieren. Oder sollte ich lieber sagen, auf Fußballen und Ferse. Ja, und dann sehen wir uns da unten wieder.
Und da sind wir. Ja, da oben haben wir vorhin gestanden und hier runter geguckt. Ja, ihr Lieben, wow, war das schön. Das hat echt viel Spaß gemacht. Ich glaube aber nicht, dass das an den Schuhen alleine lag. Das war vielleicht auch der Grund, dass ich schon lange nicht mehr auf meinen Trails unterwegs war. Heute war mal wieder Premiere. Trotz Nieselregen, echt geil. Ja, zu den Schuhen nochmal. Ja, ich kann dort nur 0,2 Sterne abziehen von 5. Also die kriegen von mir 4,8 von 5 Sternen. Ja, das Einzige war wirklich, dass die Schnürsenkel mal rausgefloppt sind, was übrigens heute wirklich nicht mehr der Fall war. Man muss einfach wissen, dass man die nicht wie bei den alten Schuhen zusammenrollt und reinsteckt, sondern einfach nur reinwurstelt und dann hält das. Ja, und ansonsten muss ich sagen, ich habe es heute immer mal provoziert, auch mal auf einen spitzen Stein zu springen. Und die Sohle, die nimmt so einiges weg. Also da kommt nichts drin an, keinen Schmerz. Und dennoch haben die Füße ordentlich Platz. Also das ist nicht vergleichbar mit Minimal- oder Barfußschuhen. Hier ist schon ein bisschen ein Schutz drunter, was auch gut ist, besonders hier bei diesen ganzen Steinen. Könnt ihr euch ja vorstellen, dass man sich da sonst recht schnell verletzen kann. Aber das Gefühl ist trotzdem wie barfuß auf so einem Brett immer zu laufen. Also es ist schon eine Gewohnheitssache, aber ich finde es bis jetzt so richtig cool. Vor allem habe ich das Gefühl, dass das mir gut tut und beim weiteren Laufen mir den Schmerz nimmt, sage ich mal, oder verhindert, dass ich wieder Schmerzen im Gelenk bekomme. Ja, ein bisschen schade ist, dass ich eure Kommentare mit den Altras erst so spät gelesen habe. Die wären sonst vielleicht auch in meine engere Auswahl gekommen. Ja, nun nützt nichts. Jetzt habe ich die und bin mit den vollstens, bestens zufrieden. Die Joe Nimbles, die sind echt cool. Ich kann sie bis jetzt nur empfehlen. Ja, interessant wird vielleicht aber auch mal noch eine Langzeitstudie. Ich freue mich, dass ihr heute wieder bis hierher sogar mit dabei wart. War mal ein ganz anderes Format. Ich danke euch fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.